Einen wunderschönen frühen Nachmittag darf ich Ihnen wünschen. Darf Sie herzlich begrüßen bei unserer Pressekonferenz nach den Corona-Beratungsgesprächen zwischen Bundesregierung, Ländervertreterinnen und Vertretern und Experten und darf dem Herrn Bundeskanzler das Wort übergeben. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie über das Ergebnis des heutigen Corona-Gipfels informieren. Ich habe mir als Bundeskanzler zum Ziel gesetzt, eng abgestimmt mit der Wissenschaft und dem Pandemiemanagement einerseits mich intensiv auszutauschen und auf der anderen Seite auch mit den Oppositionsparteien. Das Wichtige ist und was im Vordergrund stehen muss, ist, dass wir alle dasselbe Ziel verfolgen, unser Land aus der Krise zu führen, den Menschen Perspektive zu geben und vor allem eins wieder, unsere Freiheit gemeinsam wieder zurückzuerlangen. Deswegen war es mir wichtig, in dieser Frage keine Zeit zu verlieren, die Gespräche mit renommierten Expertinnen und Experten auf der einen Seite zu führen, aber auch mit den Oppositionsparteien. Und ein großes Danke da an alle, die gesprächsbereit waren. Von SPÖ-Seite Pamela Rendi-Wagner, von den NEOS Beate Meinl-Reisinger und auch das Treffen zwischen FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat stattgefunden und auch da ein Austausch. Ziel ist es, dass wir diesen politischen Dialog nicht aus den Augen verlieren. Ich halte ihn für wichtig, auch bei gegensätzlichen Positionen, weil die Dialogbereitschaft signalisiert, dass wir trotz einer schwierigen Situation, in der sich ja viele Menschen in Österreich befinden, weil das Coronavirus unerträglich mühsam ist und sie belastet, dass wir trotz dieser belasteten Situation miteinander reden können, dass wir aufeinander zugehen können, dass wir einander zuhören. Denn unser gemeinsames großes Ziel ist ja, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass wir eine Gesellschaft sind, dass es einer Gesellschaft um ein Ziel geht, nämlich die gemeinsame Freiheit wieder zu erlangen und dass es aber nur geht, wenn wir bereit sind, aufeinander zuzugehen und nach wie vor nicht aufhören zu überzeugen, dass das Impfen unser Weg zur gemeinsamen Freiheit ist und dass das Impfen uns nachhaltig schützen kann. Dieser Austausch heute war getragen von einer guten, intensiven Diskussion. Ein großes Danke auch hier besonders an die Landeshauptleute, hier besonders auch an Günter Platter, den Landeshauptmann-Vorsitzenden, und an Michael Ludwig, den Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, stellvertretend für alle, die sich heute hier als Landeshauptfrau und Landeshauptmänner an diesem Diskurs beteiligt haben und auch hier sich intensiv ausgetauscht haben, begleitet wiederum auch von dem wertschätzenden und auch qualitätsvollen und qualitätshochwertigen Rat von Expertinnen und Experten, auf die ich auch noch später eingehen werde. Danke an euch beide. Es ist gut, euch an der Seite zu wissen, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam diese Pandemie bekämpfen. Danke an dich, Herr Gesundheitsminister, für deinen großen Einsatz in dieser doch sehr, sehr fordernden Zeit, weil es einfach wichtig ist, dass man miteinander diesen gemeinsamen Kampf gegen das Virus führt und dass man auch sieht, jetzt so wie hier sitzen, dass der Dialog und das gemeinsame Nachdenken einfach sinnvoll ist. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass eine renommierte Expertin, die Frau Professor Eva Schernhammer, auf unserer Seite jetzt sitzt und hier am Tisch und auch hier ihre Expertise zur Verfügung stellen wird, in Vertretung sozusagen und stellvertretend für die Experten, die uns heute beraten haben. Darunter waren Professor Herwig Ostermann, Professor Michael Wagner, Professor Markus Müller und Dr. Nikolaus Popper. Auch Ihnen allen ein großes Danke dafür, dass Sie hier qualitätsvoll eben Einblicke gewähren, um auch eine Abschätzung und eine Einschätzung zu erhalten. Wir haben den Menschen versprochen, dass dieser Lockdown jetzt für alle ein Ende haben wird. Und dieses Versprechen werden wir gemeinsam einhalten. Wie ist das möglich? Das Virus verschafft uns eine Atempause. Und diese Atempause wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Und gleichzeitig muss man betonen, dass es eben eine Atempause ist, dass sie
der Situation geschuldet ist, dass wir fallende Infektionszahlen haben, dass wir eine sinkende Tendenz, aber noch nicht einen verfestigten Trend haben, aber die Chance nutzen wollen, um eben hier auch gemeinsam mit den Menschen in Österreich wiederum auch die Möglichkeit zu haben, eine Perspektive zu haben und Freiheit dort zu nutzen, wo sie möglich ist. Was aber auch Faktum ist, der Lockdown für Ungeimpfte bleibt weiter aufrecht. Das ist eine beschwerliche Maßnahme für die, die doch nicht geimpft sind. Und ich verstehe auch, dass die Menschen, die davon betroffen sind, sich beschwert fühlen. Und gleichzeitig gibt es das Angebot der Wissenschaft, dass durch die Impfung diese Mühsal rasch beiseite geschoben werden kann und dass dann eben diese gemeinsame Freiheit auch tatsächlich gelebt werden kann. Und ja, es braucht noch nach wie vor viel Überzeugung, die dorthin zu bringen, die noch gar nicht geimpft sind. Ja, und es braucht noch auch weiterhin viel Engagement, dass der dritte Stich, die Vollendung sozusagen jetzt vorläufig des Impfschutzes, auch tatsächlich bewerkstelligt wird und von den Menschen auch genutzt wird. Wir haben uns daher dazu entschlossen, als Bundesregierung einen Mindeststandard an Schutzmaßnahmen zu beschließen. Und ich sage bewusst Mindeststandard an Schutzmaßnahmen. Warum? Weil das Virus nach wie vor gefährlich ist, weil das Virus schwer berechenbar ist und weil uns das Virus schon mehrfach gezeigt hat, dass es in der Lage ist, uns zu täuschen und daraus ableitend auch wieder viel Ungemach den Menschen im ganzen Land beschert hat. Das heißt, es wird eine Öffnung und es werden Öffnungsschritte mit Sicherheitsgurt sein. Denn wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass nur wenn wir uns an die Schutzmaßnahmen halten, die FFP2-Maskenpflicht, das Impfen, der dritte Stich, dass das so notwendig ist mit vielen weiteren begleitenden Maßnahmen, die wird dann der Gesundheitsminister im Detail vorstellen, die durchaus eng und streng sind, aber das ist notwendig, weil wir nicht vergessen dürfen, dass das Virus, wie gesagt, gefährlich und unberechenbar ist. Das, was wir wollen, ist, dass die Menschen jetzt diese Phase nutzen können, unter Sicherheitsmaßnahmen sich erholen zu können von dem, was ihnen der Lockdown zugemutet hat. Und gleichzeitig ist es unsere Verpflichtung, und das ist allen hier bewusst, die hier am Tisch sitzen, die Entwicklung des Infektionsgeschehens genau zu beobachten, jede neue Mutation, jede neue Variante genau im Blick zu behalten und in enger Kooperation mit der Wissenschaft daraus dann auch wiederum neu immer wieder die Lage zu bewerten und mit der Wissenschaft Maßnahmen zu besprechen. Denn eines ist klar, und das ist hier für alle selbstverständlich und für alle, die auch heute gemeinsam besprochen haben, der Schutz der Menschen steht im Vordergrund. Und der Schutz der Menschen ist unsere Aufgabe und Verpflichtung, und gleichzeitig so viel Freiheit als möglich tatsächlich zuzulassen, damit sie nicht übermäßig beschwert sind. Das ist heute gelungen mit diesen Mindestmaßnahmen an Schutz, die die Bundesregierung vorgegeben hat und vorschlägt. Die Länder sind natürlich und werden davon auch Gebrauch machen, weil sie unterschiedlich regional gefordert sind. Eine Millionenstadt bis hin zur Frage des ländlichen Raums mit seinen Grenzregionen und Nachbarstaaten, all das sind regionale Bedürfnisse, die diese neue Regelung auch mit abdeckt. Warum? Der Mindeststandard an Schutz darf nicht unterschritten werden, aber er darf selbstverständlich im Interesse der jeweiligen Region auch überschritten werden. Das ist damit erreicht und ich bitte jetzt den Gesundheitsminister um seine Ausführungen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihr Kommen, auch am Feiertag und Ihr Interesse. Wir haben vor 2,5 Wochen in Tirol sehr weitreichende Entscheidungen getroffen innerhalb der Bundesregierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten, und zwar die Notwendigkeit eines allgemeinen Lockdowns für 2x10 Tage in Österreich und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Das war natürlich ein allgemeiner Lockdown
eine harte Maßnahme, eine unpopuläre Maßnahme, aber wir wissen, dass ein Lockdown wirkungsvoll ist und dass er hilft, die Zahlen auf den Intensivstationen zu verbessern. Wir haben durch die Kontaktreduktion jetzt den Gipfel der vierten Welle überschritten. Die Zahlen sinken. Wir haben auch in den letzten Wochen im Schnitt 106.000, 107.000 Impfungen pro Tag verabreichen können. Vielen Dank an dieser Stelle an die Menschen, die sich impfen haben lassen. Nicht nur der Booster-Shot, auch jede erste und zweite Impfung ist ganz wichtig. Ich möchte mich bedanken hier bei den politischen Verantwortlichen der Bundesregierung, der Länder, aber auch der Parlamentsfraktionen, die sich hier sehr konstruktiv eingebracht haben. Ich möchte mich aber auch noch einmal bei den Menschen bedanken, die hier Verantwortung übernommen haben, die hier mitgeholfen haben und sich an die Regeln gehalten haben, sodass wir jetzt in einer sich verbessernden Lage sind. Wir wollen damit sicherstellen, dass jedem Österreicher, jeder Österreicherin eine ausreichende medizinische Versorgung zuteil werden kann, dass für jeden und jede auch ein Intensivbett zur Verfügung steht. Wir wollen aber auch sicherstellen, dass das Krankenhauspersonal, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte wieder etwas mehr Luft bekommen, wieder Kraft schöpfen können. Sie leisten seit 20 Monaten wirklich Großartiges. Die Zahlen in den Spitälern sind nach wie vor hoch. Wir haben 2272 Menschen in den österreichischen Spitälern mit Covid-19. 638 davon bedürfen einer intensivmedizinischen Versorgung. Das heißt, die Spitäler sind noch am Limit, aber der Trend zeigt nach unten. Wir haben jetzt eine Reproduktionszahl unter 0,85 und das lässt für die nächsten Tage und Wochen den Schluss zu, dass sich die Lage hier verbessern wird. Wir haben die Notbremse gezogen und jetzt gilt es mit aller notwendigen Besonnenheit, die nächsten Öffnungsschritte zu setzen und zwar verantwortungsvoll, behutsam, schrittweise und vor allem gemeinsam. Wir haben uns daher heute mit den Expertinnen und Experten zusammengesetzt, das auch mit den Landeshauptleuten besprochen. Der allgemeine Lockdown wird, so wie die Vereinbarung war, am 11.12. enden. Aber es braucht weitere Maßnahmen zum Schutz jener, die noch nicht geimpft sind und zum Schutz unseres Gesundheitssystems. Konkret bedeutet das, der Lockdown für die Allgemeinheit endet am 11.12. Für die Ungeimpften wird der Lockdown ab 12.12. weitergehen. Und darüber hinaus haben wir eine Reihe von Sicherheitsinstrumenten implementiert, die eine Unterkante darstellen, die ein Sicherheitsnetz darstellen für alle Menschen, die in Österreich leben. Sie haben eine Liste bekommen von den Maßnahmen. Ich möchte hier die wichtigsten herausgreifen. Es wird ab 12.12. den Lockdown für ungeimpfte Menschen in Österreich geben. Darüber hinaus gilt, in allen geschlossenen Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen. Betriebsstätten des Handels sowie körpernahe Dienstleistungen dürfen nur mit einem gültigen 2G-Nachweis betreten werden. Eine Ausnahme hier bilden die Betriebsstätten der Grundversorgung wie Supermärkte oder Apotheken. Die 2G-Pflicht gilt auch in der Gastronomie, zudem hier eine Registrierungspflicht sowie auch eine FFP2-Pflicht außerhalb des Sitzplatzes. Es gilt eine Sperrstunde von 23 Uhr. Veranstaltungen in Gastronomiebetrieben mit mehr als 25 Personen werden vorerst nicht möglich sein. Outdoor liegt die Grenze bei 300 Personen. Nicht öffnen werden mit Montag vorerst die Nachtgastronomie, Après-Ski, Stehgastronomie und Barbetriebe. Hotels und Beherbergungsbetriebe können öffnen. Es gilt hier 2G und eine FFP2-Pflicht in allen zugänglichen Bereichen. Das Gleiche gilt für Sportstätten. Während dem Sport muss allerdings keine Maske getragen werden und auch kein Mindestabstand eingehalten werden. Zur Kultur.
Bei Veranstaltungen indoor ohne zugewiesene Sitzplätze gilt eine Höchstgrenze von 25 Personen. Mit zugewiesenen Sitzplätzen indoor sind es maximal 2000 Personen. Am Arbeitsplatz gilt weiterhin die 3G-Regelung sowie eine FFP2-Pflicht, außer es gibt sonstige geeignete Schutzmaßnahmen. Es gilt hier, wie schon in den letzten Monaten zuvor, der Bund legt hier eine scharfe Unterkante vor. Die Maßnahmen, die jedenfalls und überall eingehalten werden müssen. Ich war gestern in Brüssel, ich habe die Freude gehabt, mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, Gesundheitsministerinnen aus anderen europäischen Ländern. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir in Österreich mit den Maßnahmen, die ab 12. Dezember gelten werden, sehr strenge Maßnahmen haben. Wie geht es weiter? Was ist unsere Perspektive? Ich würde nichts lieber als da sitzen und sagen, wir werden nie wieder verschärfen müssen. Aber das wäre falsch. Die Pandemie lässt keine Versprechen zu. Und wir sollten uns auch alle daran halten, dass wir diese Versprechen nicht geben. Die Pandemie hat zu viele Unbekannte. Eine Unbekannte ist in den letzten Tagen auch medial bekannt geworden, die Omikron-Variante. Auch hier sagen uns die Experten, die wir jetzt konsultiert haben, dass die Einschätzung, ist sie jetzt leichter übertragbar, macht sie schwerere Krankheitsverläufe, wie gut wirkt die Impfung, noch offen sind. Das können wir noch nicht sagen, das ist ein Fragezeichen. Aber was wir wissen, und das wissen wir ebenfalls dank der Wissenschaft, ist, dass die Impfung schützt. Die Impfung ist sicher, die Impfung schützt uns auf persönlicher Ebene vor schweren Verläufen. Und ja, sie verhindert nicht hundertprozentig, dass Geimpfte auch das Virus weitergeben können. Die Impfung schützt aber nicht nur das Individuum, sondern auch die Allgemeinheit. Es ist ein Beitrag, ein solidarischer Beitrag, dass wir alle gemeinsam aus dieser Pandemie herauskommen. Wir müssen aus dem Kreislauf des Öffnens und Schließens alle gemeinsam raus und die Impfung ist der einzige Weg. Wir brauchen eine qualifizierte hohe Durchimpfungsrate, um die Immunität in der Bevölkerung zu erhöhen. Wir werden morgen an dieser Stelle die Details zur Impfpflicht gemeinsam vorstellen. Ich kann das aber nicht oft genug betonen. Bitte warten Sie nicht auf Inkrafttreten des Gesetzes. Bitte informieren Sie sich, reden Sie mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin, wenn Sie unsicher sind. Vereinbaren Sie sich einen Termin für die Impfung, so wie das 100.000 Menschen pro Tag jetzt gemacht haben in den letzten Wochen. Das hat uns substanziell geholfen, diese vierte Welle zu brechen. Wir sind jetzt am absteigenden Ast. Dieser Tage bekommen alle Menschen, die in Österreich leben, einen Brief, alle ungeimpften Menschen, die in Österreich leben, einen Brief mit Erklärungen zur Impfung, auch mit der Aufforderung, sich impfen zu lassen, mit Termin. Auch hier sind wir einen wichtigen Schritt weitergekommen. Wir werden auch die Impfkampagne weiter anpassen. Das passiert bereits. Wir werden zielgruppenspezifischer, wir werden auch digitaler und wir werden einen Schwerpunkt auf die Aufklärung von Fake News legen. Ganz wichtig. Ich möchte an dieser Stelle nicht wiederholen, was Vertreterinnen und Vertreter der Freiheitlichen in Demonstrationen, auf Demonstrationen, aber auch im Bundesrat und im Nationalrat gesagt haben. Ich glaube, dass das faktenbefreite Aussagen sind und gefährlich sind, dass solche Aussagen ein Angriff auf unseren Zusammenhalt sind und am Ende ein Angriff auch auf unsere Demokratie. Fake News führen dazu, dass Menschen, die unsicher sind, die Fragen haben, noch weiter verunsichert werden. Und ich würde die Freiheitliche Partei hier suchen, damit sofort aufzuhören. Wir kommen nur gemeinsam aus dieser Krise, wir kommen nur heraus, wenn wir miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Wir werden die Öffnungsschritte jetzt gemeinsam, behutsam und verantwortungsvoll machen. Ich möchte mich jetzt schon bedanken an alle jenen, die sich an diese neuen Regeln halten, die hier Verantwortung übernehmen. Ich möchte mich bei denjenigen bedanken, die sich einen Impftermin vereinbaren. Auch das, und das ist der Weg aus der Pandemie, das hilft uns hier substanziell.
Und ich bedanke mich auch bei all jenen, die unangenehme Gespräche führen, die nicht müde werden, mit Fakten, mit Ruhe, mit Verständnis auf die Leute zuzugehen, die noch Zweifel haben. Und genau das werden wir in der Bundesregierung auch tun. Danke. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Am Wort ist der Landeshauptmann von Tirol, Günter Platter. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 3 Wochen hat die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten in Tirol am Aachensee weitreichende Beschlüsse gefasst. Wenn man jetzt so eine Zwischenbilanz zieht, so kann man sagen, die Welle ist gebrochen, die Inzidenzzahl ist deutlich zurückgegangen, aber wir müssen auch wissen, dass ein Lockdown ein Wellenbrecher ist, aber das Problem haben wir nicht beseitigt. Das können wir lediglich mit der Impfung machen. Deshalb war der entscheidende Beschluss am Aachensee, dass die Impfpflicht eingeführt wird. Das macht niemand gern. Aber wenn man sich die Durchimpfungsrate anschaut, so sind wir zu nieder. Und deshalb war es notwendig, diese Impfpflicht einzuführen. Ich bedanke mich bei der Bundesregierung, dass man hier massiv daran, an diesem Gesetz arbeitet, damit am 1. Februar diese Impfpflicht dann vorhanden sein wird. Ich möchte auch etwas zu den Ungeimpften sagen. Es sind viele Menschen, die verunsichert sind, die Ängste haben. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir diese Menschen aufklären, dass die Ängste unberechtigt sind und sie einladen, dass sie sich impfen lassen. Und ich sehe das gleich, wie das der Herr Gesundheitsminister gesagt hat, nicht zuwarten, bis die Verpflichtung gegeben ist, sondern bitte schon vorher, lasst euch impfen. Der zweite Beschluss am Aachensee war der Lockdown für alle bis 11. Dezember. Wir haben dazu mal auch eine schriftliche Erklärung gemacht, dass automatisch der Lockdown am 12. Dezember beendet sein wird. Und wir sehen ja eben, dass es diese Wirkung schon gegeben ist, was die Welle betrifft, aber auch die Hospitalisierung, das geht genau in die richtige Richtung, das geht herunter. Und es hat heute die Bundesregierung den Rahmen für eine neue Verordnung vorgestellt. Das heißt, dass für Geimpfte und Genesene, also all jene, die einen grünen Pass haben, dass der Handel, Gastro, Hotels, Sport und Kultur und körpernahe Dienstleistungen geöffnet werden, aber unter den schärfsten Sicherheitsvorkehrungen, dass in allen geschlossenen Räumen FFP2-Maske getragen werden muss, dass nur fix zugewiesene Plätze bei der Gastro gegeben sein werden, Nachtgastro wird nicht stattfinden, Sperrstunde 23 Uhr und eben, dass der Lockdown für Ungeimpfte fortgesetzt wird. Und ich meine, dass wir trotz dieser Öffnung eine der schärfsten Sicherheitskriterien haben, weil uns die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher ganz wichtig sind. Ich bedanke mich daher für diesen Beschluss bei der Bundesregierung. Es wird regionale Unterschiede geben, weil es unterschiedliche Situationen gibt. Und prinzipiell sind alle Bundesländer, alle Landeshauptleute mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Manche werden eine Staffelung, eine zeitliche Staffelung vornehmen und Burgenland, Vorarlberg und Tirol wird diese Regelung des Bundes übernehmen. Das bedeutet für Tirol, dass wir die Inzidenz deutlich zurückgebracht haben, dass wir bei der Hospitalisierung einen Rückgang haben und dass wir eigentlich, was den Reproduktionsfaktor betrifft, 0,83 haben. Das ist etwas unter dem Österreichschnitt und das ist in Ordnung. Und diese Öffnung für Tirol, auch Burgenland und Vorarlberg betreffen eben den Handel, Gastro, Hotels, Sport und Kultur und aber auch körpernahe Dienstleistungen unter diesen scharfen Sicherheitsvorkehrungen und der Lockdown für Ungeimpfte wird fortgesetzt. Geschätzte Damen und Herren, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir eine Verlässlichkeit in der Politik haben, denn das Wesentliche ist,
dass die Bürgerinnen und Bürger in die Politik kein Vertrauen haben. Und wir müssen immer genau danach trachten, und wir wissen es auch, dass wir diese Pandemie nur gemeinsam mit der Bevölkerung bewältigen können. Die beste Verordnung, Entschuldigung, Herr Bundeskanzler und Gesundheitsminister, nützt nichts, wenn die Bevölkerung sich nicht daran hält. Und deshalb auch meine klare Ansage an die Österreicherinnen und Österreicher: Bitte sind wir vorsichtig. Lassen wir uns impfen. Halten wir diese Regeln ein. Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden, denn die Pandemie ist noch nicht beendet. Und ganz besonders werden wir darauf schauen, dass ordentliche Kontrollen gemacht werden. Nur so können wir, wenn wir das alle ernst nehmen, schauen, dass wir diese Pandemie halbwegs im Griff haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Das Wort steht beim Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute in vielen Punkten Einvernehmen erzielen konnten zwischen der Bundesregierung und den Landeshauptleuten. Ich halte es für wichtig, weil Sie wissen, dass ich von Beginn an, seit es diese Pandemie gibt, sehr dafür geworben habe, dass es über die Bundesländergrenzen und über Parteigrenzen hinweg einen gemeinsamen Weg gibt und dass man sich bemüht, auch an einem Strang zu ziehen. Das ist uns heute bei den allermeisten Punkten auch gelungen. Es ist wichtig, dass wir hier in vielen Punkten bundeseinheitliche Regelungen haben, aber auch deutlich sehen, dass es regionale Unterschiede gibt. Mir ist wichtig zu betonen, dass die Pandemie nicht gemeistert ist, und ich sehe auch den natürlichen Widerspruch, den natürlichen Gegensatz zwischen Bekämpfung der Pandemie und wirtschaftlichen Interessen. Dennoch steht für mich immer die Gesundheit der Bevölkerung im Vordergrund. Ich habe aus dieser Hinsicht heraus auch schon seit dem Frühjahr einen sehr konsequenten Weg für Wien vorgesehen und auch umgesetzt. Auch deshalb, weil Wien als Metropole, als Millionenstadt hier auch besonderen Herausforderungen ausgesetzt ist. Mir war wichtig, dass wir insbesondere auch darauf achten, dass Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarkt, Bildungssystem, das Miteinander mit berücksichtigt wird, aber dass wir ein besonderes Auge auf die Situation der Spitäler und Krankenhäuser haben. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie dankbar ich bin, dass die Mitwirkenden in den Ärzteteams, aber auch die Pflegerinnen und Pfleger derzeit Übermenschliches leisten und dass es für mich völlig unakzeptabel ist, wenn es jetzt an verschiedenen Standorten Demonstrationen vor Spitälern gibt und damit eine zusätzliche Belastung auch für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht. Mir war immer wichtig, dass wir einen konsequenten Weg der Sicherheit gegangen sind und keine Hü-Hot-Politik betrieben haben. Und mir ist auch wichtig, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung dadurch erwerben, dass sie das Gefühl haben, dass wir nicht aufsperren, zusperren, aufsperren, zusperren. Von daher sehe ich auch bei allen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nicht nur die nächsten Wochen, sondern versuche auch mittelfristig zu wirken. Für mich ist klar, dass die Beratung durch Expertinnen und Experten unerlässlich ist. Und jene, die mich in Wien beraten haben, haben mich auch bisher gut durch die Krise geführt. Und dieser, mein Expertenrat, hat mir sehr dazu empfohlen, nicht alles gleichzeitig zu öffnen, sondern schrittweise. So wie im Übrigen auch der WHO-Krisenmanager für Europa, Gerald Rockenschaub, der ebenfalls eine schrittweise Öffnung hier bevorzugt. Ich sehe das deshalb aus zwei Gründen für Wien wichtig, nämlich, dass wir zum einen eine Entzerrung vornehmen von Konsumentenströmen und zum anderen aber ein deutliches Signal setzen, dass die Krise nach wie vor besteht und die Pandemie nach wie vor nicht gemeistert ist. Das ist auch der Grund, dass wir in Wien den Handel, die körpernahen Dienstleistungen, Kulturinstitutionen, Sporteinrichtungen gemeinsam auch mit den Vorschlägen des Bundes öffnen, bei Gastronomie und Hotellerie das eine Woche später machen. Jetzt haben mich viele gefragt, ist es nicht gerade dann interessant, wenn ich einkaufen gehe, dass man dann nachher essen geht oder auf einen Kaffee zwischendurch? Ja,
Das ist schöner und besser, aber das ist genau das, was wir verhindern wollen, dass es eine Konzentration, insbesondere auch vor Weihnachten, wo natürlich die berechtigte Einkaufslust eine besonders große ist, wo wir ermöglichen wollen, dass der stationäre Handel noch vor Weihnachten aufsperren kann, dass wir aber sicherstellen, dass es zu keinen starken Konzentrationen die Handel und Gastronomie miteinander verbinden. Sie wissen, es gibt eine Einigung zwischen den Sozialpartnern, auch den Sonntag, den 19. Dezember zu öffnen. Ich halte es richtig, als einmaliges Ereignis, als einmalige Sonntagsöffnung, um den stationären Handel zu unterstützen. Aber gerade deshalb sollte man besonders vorsichtig sein, was die Verbreitung des Virus betrifft. Und wie gesagt, die nächste Welle kommt bestimmt. Und wir können alle noch schwer abschätzen, in welchem Ausmaß, weil die Auswirkungen der neuen Mutation Omikron noch schwer abschätzbar ist. Sie wird aber kommen. Und die Maßnahmen, die wir heute setzen und in den nächsten Tagen, wird Einfluss haben auf die Auswirkungen der nächsten Welle. Und das Wichtigste ist, den Peak abzuflachen. Denn unsere Herausforderung wird immer sein, die Spitalsbelegungen, die Intensivstationen im Vordergrund zu sehen. Wenn es gelingt, diesen Peak zu drücken, dann werden wir, so wie bei anderen Krankheitsbildern auch, gut durch die Krise kommen. Wenn das nicht gelingt, wenn dieser Peak wieder stark steigt und die Spitalsauslastung an eine schwierige Grenze bringt, dann werden wir auch wieder gefordert sein, stärkere Maßnahmen zu setzen. Das möchte ich verhindern. Von daher freue ich mich sehr, dass wir uns in den allermeisten Punkten einigen konnten. Für Wien sehe ich vor, eine Entzerrung zumindest in dieser ersten Phase der Öffnung, und freue mich sehr, dass sich aller Voraussicht nach eine ganze Reihe von anderen Bundesländern diesem Weg auch anschließen wird. Ich glaube, es ist gut, dass wir gemeinsam nach außen hin Vertrauen erlangen in der Bevölkerung, dass wir Konsequenz und Sicherheit, die Gesundheit der Menschen im Vordergrund sehen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Und zum Abschluss darf ich Frau Professor Schernhammer um ihr Statement bitten. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrter Herr Landeshauptmann Platter und Herr Landeshauptmann Ludwig, sehr verehrte Damen und Herren. Die heutige Situation ist aufgrund der Impfung grundlegend anders als noch vor einem Jahr, wo man ohne Impfung mit Hygienemaßnahmen, Social Distancing und Lockdowns als extremsten Fall gegen die Pandemie ankämpfen musste. Aber dennoch ist trotz der Impfung die Situation auch nicht ganz anders, denn es gibt neue Unsicherheiten. Aber lassen Sie mich ein paar positive Worte vorab sagen. In den letzten Wochen sind große Fortschritte gemacht worden. Mittlerweile sind 72% der Bevölkerung mit einem Erststich, 64% der Bevölkerung vollständig geimpft. Es machen auch die Drittstiche sehr gute Fortschritte. Wir haben bei den über 65-Jährigen bereits 52% geimpft und bei den über 75-Jährigen 67%. Gleichzeitig nimmt die Durchseuchung in Oberösterreich zu und die Impfung bei den Kindern, die 14 Jahre oder älter sind, liegt bei 38 bzw. 50%, wenn man den Erststich betrachtet. Und erfreulicherweise die 7-Tages-Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen ist am deutlichsten in den letzten Wochen heruntergegangen. All das hat dazu beigetragen, dass die Intensivstationen langsam einen Trend Richtung Entlastung zeigen. Es sind daher die Expertinnen und Experten, mit denen wir uns vorher abgestimmt haben, daher tatsächlich einhellig der Meinung, dass die heute verkündeten Öffnungsschritte aufgrund der derzeitigen Infektionslage vertretbar sind. Allerdings nur mit größter Vorsicht. Und hierzu gehört auch, dass Wien als dichtes urbanes Gebiet, als Lebensraum, wo viele Menschen zusammenwohnen und zusammentreffen, eine Sonderstellung einnimmt. Daher sind die Schritte, die Landeshauptmann Ludwig angekündigt hat, zu begrüßen. Wichtig wird auf jeden Fall sein, dass all diese Maßnahmen und Öffnungsschritte, die jetzt gesetzt werden, weiterhin an die 2G-Regel gebunden sind. Für Ihre Familien zu Hause empfehlen die Experten und insbesondere ich, dass Sie auch zusätzliches Testen in Betracht ziehen. Insbesondere wenn man an die Feiertage denkt, die auf uns zukommen. Mittlerweile wissen wir, dass die Impfung in vielen Fällen nicht vor Übertragung schützt.
Einige Worte noch zu Omikron. Varianten sind für Österreich nichts Neues. Die Delta-Variante ist um 100% infektiöser gewesen als die Ursprungsvariante, hat uns vor ungefähr einem Jahr zu einer ähnlichen Welle wie jetzt verholfen. Die Omikron-Variante beschäftigt uns jetzt. Omikron, so wie man vorläufig beurteilen kann, scheint zu einer deutlich stärkeren Virusvermehrung zu führen. Es ist möglich, dass die Infektiosität steigen wird, wenn Omikron sich durchsetzt. In den Ländern, wo Omikron sich durchgesetzt hat, ist das sehr rasch passiert. Es gibt also Hinweise darauf, dass uns diese Variante beschäftigen wird. Derzeit gibt es aber noch kein umfassendes Wissen zu Omikron und daher müssen wir besonders vorsichtig bleiben. Solange man diese Virusvariante nicht besser einordnen kann, darf daher nur mit äußerster Vorsicht geöffnet werden. Es ist nämlich so, dass man eine möglichst gute Ausgangslage benötigt, sollte Omikron uns in den kommenden Wochen, Anfang des kommenden Jahres beschäftigen. Daher unbedingt die bereits besprochenen flankierenden Maßnahmen, FFP2-Masken weitestgehend anwenden. Nicht nur dort, wo sie verordnet sind, wäre meine Empfehlung, sondern auch auf freiwilliger Basis, dort, wo es sinnvoll erscheint. Verwenden Sie PCR-Tests, wo es sinnvoll ist. Und nehmen Sie die Boosterimpfung in Betracht, wenn Sie sie noch nicht erhalten haben. Und insbesondere die Ungeimpften, auch hier wäre es sehr hilfreich, wenn sich noch mehr Menschen entschließen zur Impfung. Abschließend, viele Menschen haben sich bereits impfen lassen, danke dafür. Dem Gesundheitspersonal, das derzeit eine sehr große Last trägt, ein riesengroßes Dankeschön, was täten wir ohne Sie. Und weiterhin ein dringender Appell an die Bevölkerung, halten Sie sich an die Vorschriften und bleiben Sie vorsichtig. Danke. Vielen Dank, Frau Professor Schernhammer. Wir kommen zu Ihren Fragen. Bitte melden Sie sich einfach. Sie bekommen dann ein Mikro und können Ihre Frage stellen. Bitte. Peter Unger, Zeit im Bild. Zwei Fragen an den Herrn Bundeskanzler. Sie haben von einer Atempause gesprochen. Heißt das, Sie können einen neuerlichen Lockdown jetzt ausschließen? Und die zweite Frage, es gibt jetzt, soweit ich es überblicken kann, drei verschiedene Lösungen, Aufsperrmodalitäten in den Bundesländern. Glauben Sie, dass die Menschen das noch verstehen und wie können Sie diese unterschiedlichen Lösungen sachlich begründen? Also zu Ihrer ersten Frage, das, was ich Ihnen fix sagen kann, was ich gelernt habe jetzt in dieser Pandemiebekämpfung, ist, dass das Virus ein mächtiger Gegner ist. Nicht umsonst haben wir den Menschen diese Entscheidungen zumuten müssen, um sie zu schützen. Nicht umsonst sind wir alle, die hier sitzen, besorgt, wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber wenn es eine Chance gibt, die Freiheit wieder zurückzuerlangen, dann finde ich, soll man sie auch nutzen. Vorsichtig, beschützt und geschützt und kontrolliert. Das ist ein Aspekt, der noch vielleicht zu kurz gekommen ist auch. Wir werden die Maßnahmen verschärfen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das ist notwendig, damit alle, die jetzt von diesem Öffnungsprozess auch profitieren, wenn ich jetzt an die Unternehmerinnen und Unternehmer denke, Gastwirtschaften, Restaurants, sich aber auch dessen bewusst sind, dass es wichtig ist, die von den Gesundheitsbehörden vorgegebenen Maßnahmen auch einzuhalten. Wenn das nicht passiert, dann können jetzt in Zukunft auch Corona-Hilfsmaßnahmen wieder zurückgefordert werden. Und wir werden diesen konsequenten Weg der Kontrolle als Partner der Menschen, der Bevölkerung fortsetzen, gleichzeitig aber auch in der Einsicht, dass es wichtig ist, dass der Kontrolldruck so aufrechterhalten wird von den Gesundheitsbehörden gemeinsam mit der Polizei, dass man sieht, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um sich und andere zu schützen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, und das wurde hier jetzt schon auch mehrfach gesagt, es geschafft haben, eine Regelung bundesweit auszurollen, die für alle Orientierung und Maßstab ist. Unter diese vorgeschriebenen Maßstäbe darf man nicht gehen. Das ist notwendig, damit es hier Einheitlichkeit gibt, damit es hier Orientierung gibt
und Sicherheit für die Betroffenen. Und wir haben es gerade vorher gehört, dass eine Millionenstadt wie Wien, aber andere Regionen Österreichs auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann wäre es aus meiner Sicht ja falsch, wenn dann diese Regionen, die Bundesländer, die Millionenstadt Wien nicht spezielle Maßnahmen treffen kann, wenn es aus ihrer Sicht notwendig und richtig ist. Also ich glaube, das, was hier wirklich gelungen ist, ist, dass man sich auf einen guten Mindestschutz geeinigt hat, denn Öffnung und Schutz bedingen einander. Und es ist notwendig, dass wir auch weiterhin alle zusammenhelfen, jetzt diese Maßnahmen auch tatsächlich zu leben, die FFP2-Maske, das Hände desinfizieren und vor allem das Allerwichtigste, das Impfen lassen, die Boosterimpfung, die so ein wichtiger und notwendiger Schutz ist und genauso auch der erste Stich. Und ich nutze das nochmal auch als Appell, alle die, die jetzt eben noch im Lockdown sind, und das sind die Ungeimpften, dass es einen Weg raus aus diesem Lockdown auch gibt und dass wir alle gemeinsam diese Freiheit nutzen, diese Atempause gemeinsam nutzen können vom Virus, nämlich dann, wenn man sich impfen lässt. Vielen Dank. Michael Jungwirth, bitte. Ich habe drei Fragen, wenn ich darf. Erste Frage, weil Sie gesagt haben, der Lockdown für Ungeimpfte, wie lang bleibt der eigentlich aufrecht? Ad infinitum, ist das verfassungsrechtlich überhaupt möglich? Zweite Frage, wollte nur eine Präzisierung, weil Sie das gerade gesagt haben. Das heißt, Gastronomieunternehmen, der Handel, wenn die sich nicht an die Spielregeln halten, also wenn womöglich Leute in der Gastronomie, im Handel angetroffen werden, die ungeimpft sind, heißt es, dass die dann womöglich die Corona-Hilfen zurückzahlen müssen? Und vielleicht die dritte Frage, es ist leider ein Fleckerlteppich, können Sie vielleicht erklären, vielleicht auch die Expertin, ist das epidemiologisch verständlich, warum die Bundesländer, die die höchste Inzidenz haben und den höchsten ICU-Belag, nämlich zum Beispiel Vorarlberg und Tirol, als erstes öffnen und andere, nicht nur Wien, aber auch zum Beispiel Oberösterreich, als letztes öffnen. Also ist dieser Stufenplan zwischen den Bundesländern, vielleicht an die Expertin, ist das epidemiologisch nachvollziehbar oder ist das rein eine politische Entscheidung? Danke. Vielleicht zu der dritten nur auch dazu gesagt, alle politischen Entscheidungen beruhen immer auch auf Einholen von Expertinnen und Expertenmeinung. Aber wie lange bleibt der Lockdown für Ungeimpfte aufrecht? Nun zum einen, er ist immer ja auf 10 Tage beschlossen, dann wird er neu evaluiert. Das ist verfassungsmäßig auch so vorgegeben. Und jetzt kommt, finde ich, das Schöne an dem Thema. Der Lockdown für Ungeimpfte kann dann sofort aufhören, wenn genug Menschen geimpft sind. Das heißt, diejenigen, die jetzt davon betroffen sind, haben es wirklich ein Stück weit selbst in der Hand, darüber zu entscheiden, mal ganz subjektiv für sich selbst, wann tatsächlich für Sie dieser Lockdown endet, nämlich dann, wenn Sie sich impfen lassen. Und wenn wir eine hohe Durchimpfungsrate erreichen, dann stellt sich die Frage plötzlich neu und wird auch neu bewertet. Aber ich finde, das Positivste ist, ja, der Lockdown für Ungeimpfte ist unangenehm, ist mühsam, aber gleichzeitig bietet uns die Wissenschaft und die Medizin den Weg raus aus diesem Lockdown für Ungeimpfte. Und beim Spielregelbruch, ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil wir eben so sorgsam sein müssen mit diesen Öffnungsschritten und weil wir eben so sorgsam sein müssen für all das, was das Virus sozusagen noch bereithält in seiner Heimtückigkeit, genau deshalb ist es notwendig, dass wir uns alle dran halten. Das heißt, der Kontrolldruck wird hoch sein und ja, bei Spielregelbruch können Corona-Hilfsmaßnahmen auch zurückgefordert werden. Der zweite Teil der Frage hat sich an die Frau Professor Schernhammer gerichtet. Bitte schön. Wenn ich kurz darauf eingehen darf, aus der Sicht des Epidemiologen, da ich ja keine politischen Entscheidungen treffen muss, wäre natürlich immer härtere Maßnahmen noch besser. Das muss man vorausschicken, nicht? Wir haben uns heute geeinigt anhand der derzeitigen Infektionslage, dass die bundesweiten Maßnahmen dem entsprechen, was eine gewisse Sicherheit in der derzeitigen Situation gewährleistet. Alles darüber hinaus ist so ähnlich, wie ich auch vorhin an die Bevölkerung appelliert habe, auch darüber hinaus die Maske dort zu tragen, wo man sie vielleicht nicht tragen müsste, beziehungsweise sich zusätzlich testen zu lassen in Situationen, wo unter Umständen jemand gefährdet sein könnte durch eine Übertragung. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den zusätzlichen Maßnahmen, die manche Bundesländer setzen. Das ist aus epidemiologischer Sicht erfreulich, aus der derzeitigen Sicht
nicht unbedingt notwendig, aber Vorausdenken bei der Pandemie hat sich auch immer bewährt. Daher sehe ich daran auch nichts Schlechtes. Dankeschön, der Herr Landeshauptmann möchte noch etwas hinzufügen, bitte. Ja, bezugnehmend auf diese Frage aus meiner Sicht folgende Stellungnahme gilt natürlich auch für Vorarlberg und natürlich auch für das Burgenland. Wir haben eine völlig unterschiedliche Entwicklung und unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ich habe bereits schon erwähnt, wie sich die Inzidenz in Tirol entwickelt hat. Wir sind etwas später dran gewesen, was diese Welle betraf, aber ist deutlich eingebrochen und das geht in die richtige Richtung, insbesondere auch was der Reproduktionsfaktor 0,83 betrifft. Das ist eine gute Voraussetzung, dass also die Zahlen noch einmal heruntergehen werden. Und man darf nie vergessen, wie hart die Maßnahmen sind, auch wenn wir diese Öffnungsschritte vornehmen. Wir haben uns natürlich auch mit Expertinnen und Experten auseinandergesetzt. Professor Günther Weiß, der ja ein ausgewiesener Experte ist, mit ihm haben wir auch diese Maßnahmen für Tirol besprochen. Es gibt natürlich schon verschiedene Darstellungen und Besonderheiten. Wir sind ja umrahmt von Ländern, die eine ähnliche Inzidenzzahl haben. Zum Beispiel Bayern, die Schweiz und auch Südtirol. Dort ist eigentlich alles offen. Und deshalb haben wir die Situation, dass die Tirolerinnen und Tiroler nach Südtirol fahren oder in die Schweiz. Dort wird, ist der gesamte Skibetrieb, die Hotels etc. sind offen. Und im Übrigen, die Schweiz hatte den Tourismus im letzten Winter zur Gänze offen und hat aber auch keine essentielle Probleme gehabt. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier nicht in andere Gebiete abwandern, was schon passiert ist. Und so müssen wir auf diese Situation eingehen und insbesondere auch auf Planungssicherheit setzen. Denn ein Hotel kann man nicht so innerhalb kurzer Zeit aufsperren. Also es wird ein sanfter Start in die Wintersaison sein. Und man wird auch nicht eine Wintersaison so haben, wie das früher der Fall war. Und das alles sind die Gründe gewesen, dass wir uns zu dieser Maßnahme entschlossen haben. Auch eine bestimmte Glaubwürdigkeit ist dahinter, weil wir am Aachensee auch gesagt haben, am 12. Dezember wird es diese Öffnungsschritte geben. Gesundheitsminister, bitteschön. Dankeschön. Ich möchte schon den wesentlichen Aspekt, warum wir einen Lockdown für ungeimpfte Menschen in Österreich machen, betonen. Auf den Intensivstationen liegen hauptsächlich ungeimpfte Menschen. Das ist der Grund. Wir haben auch geimpfte Menschen auf Intensivstationen, das sind diejenigen, die schon vorher schwere Vorerkrankungen haben. Das gibt es auch. Das sind Menschen, die wir jetzt schützen müssen. Ich glaube auch, das Thema Kontrolle ist hier ein ganz wichtiges. Es muss vorbei sein mit dieser augenzwinkernden Wurstigkeit. Jeder kennt die Gastronomiebetriebe, die gut kontrolliert haben, wo man den grünen Pass und den Ausweis hat vorzeigen müssen. Und jeder kennt auch die Gastronomiebetriebe, wo das nicht der Fall war. Damit muss jetzt Schluss sein. Wir sind in einer schwierigen Situation. Es muss und soll jeder mithelfen, dass wir jetzt gut über die vierte Welle drüber kommen. Deswegen ist das Thema Kontrolle natürlich ein ganz wichtiges für uns. Auch die Zurückzahlung der Corona-Hilfsgelder geht in diese Richtung. Es ist nicht egal, ob kontrolliert wird in der Gastronomie und im Handel. Das muss gemacht werden. Und die Impfung forcieren, das ist wiederum meine Aufgabe, ist wesentlich. Jeder hat die Möglichkeit zu impfen. Das ist das, was uns jetzt geholfen hat, vor allem die Boosterimpfungen. Und ich appelliere wirklich an jeden, sich rasch einen Termin zu vereinbaren, mit dem Arzt, mit der Ärztin zu sprechen, um diese Unsicherheiten möglichst aufzuklären. Dankeschön. Ich würde noch drei Fragen dran nehmen. Die Frau Puller hatte eine Frage, dann der Herr Kollege Puller. Ich hätte zwei ganz praktische Fragen. Und zwar, wie schaut es aus in der Gastronomie? Sind da auch Beschränkungen an den Tischen geplant? Stichwort, können Weihnachtsfeiern stattfinden?
Und die zweite Frage auch bei Sportgroßevents wie Skirennen, wie schaut es da mit den Zuschauern aus? Ist sowas möglich? Wir haben in der Gastronomie keine Kapazitätsbeschränkungen. Es gilt neben dem Präventionskonzept die 2G-Regelung und das Tragen der Maske außer am Tisch selber und die Veranstaltungsregeln für Outdoor ohne zugewiesene Sitzplätze sind 4.000. So. Dankeschön. Herr Kollege, dort bitte noch. Robert Stieblo, Servus TV Nachrichten. Frau Professor, Sie haben es angedeutet, die Omikron-Variante schafft leider sehr viele Impfdurchbrüche. Was hat das jetzt in Zukunft in Österreich für Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen nach Ihrer Einschätzung? Das ist genau eine der Fragen, die wir noch nicht beantworten können, was Omikron betrifft. Es gibt langsam erste Daten und wir haben das heute auch ausführlich diskutiert. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen, wenn nicht ein, zwei Wochen, schon etwas mehr Klarheit herrschen wird. Falls das der Fall ist, dass tatsächlich vermehrt Impfdurchbrüche auftreten mit Omikron, so gibt es langfristige Folgen daraus, wird das bedeuten, dass man die Impfung eventuell anpassen wird müssen und dann eben irgendwann in einigen Monaten einen Booster mit dieser angepassten Impfung macht. Kurzfristig würde es bedeuten, dass man umso mehr versuchen müsste, die Inzidenz möglichst niedrig zu halten. Dankeschön. Mit einem Blick auf die Uhr darf ich der Frau Kollegin die letzte Frage geben. Sie haben sich schon lange zu Wort gemeldet. Jasmin Bürger, Oberösterreichische Nachrichten. Ich habe noch eine praktische Frage zu den Schulen, die noch gar nicht vorgekommen sind. In Oberösterreich und Salzburg galt ja die Bitte, die Kinder, wenn möglich, zu Hause zu betreuen. Endet das auch am 13. Und wie ist es bundesweit mit dem entschuldigten Fernbleiben? Endet das auch am 13. diese Regelung? Gesundheitsminister. Die Schulverordnung gibt das Öffnen in Schulen vor. Der Landeshauptmann Stelzer hat seine Regelungen bekannt gegeben. Es wird Oberösterreich eine Woche länger im Lockdown bleiben. Ich würde hier auf den Landeshauptmann in Kombination mit dem Bildungsminister verweisen. Grundsätzlich bleibt die Regelung bei den Schulen so, wie sie ist. Dieses Drei-Stufen-Schema, das nach Inzidenz ausgelegt ist. Vielen Dank. Bitte um Verständnis, dass wir an dieser Stelle für heute einen Punkt machen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch an einem Feiertag. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restfeiertag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank.